Moin moin und willkommen zurück zu Captain of Industry. Wir dürfen wieder forschen. Wir haben wieder genug Material und werden jetzt sofort die Forschungsanlagen anreißen und hoffen. Ach, guck mal, da sind noch die falschen drauf. Mülltonne. 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 Und? Ja, nicht Mülltonne, aber mach mal weg. Mach mal weg. Die Helme. Die Helme reichen. Aus Fuldaibel. Fass die nicht an. So, jetzt können die Forschungsanlagen wieder gefüttert werden. Jans nach Mars. So ein paar Billigforschungen haben wir hier noch. Siedlungsdekoration. Ekelhaft. Ekelhaft. Brauchen wir nicht. So. Es fehlt mir... Ich brauche hier einen wichtigen Parameter. Beziehungsweise Lageranzeige von Solarzellen. Wo sind sie, die Solarzellen? Sind sie. Oh, unsere Lager sind voll. Bitte, you know? Zack. Boah, die glänzen schon vom Weiden. Also, was habt ihr gesehen? Die reflektieren. Da, kick ihr das an. Wie diese Biester reflektieren. Und da macht die 2080 Ti, ne? Die fängt gleich richtig an zu kokeln, ey. Boah, bei dieser Reflektion. Unnormal. Krass. Pass auf. Die müssen wir jetzt bauen. Und wir haben gleich eine Neuheit. Eine krasse Neuheit. Wir brauchen Wartung 2. Wartung 2. Das ist natürlich wieder richtig geil. Das ist wieder... Wäre richtig geil, aber ja. Wir müssen da... Ihr seht's. Da geht's nämlich wieder richtig zur Sache. Wir brauchen noch mehr mechanische Teile. Und irgendwie... Irgendwie müssen wir da die Elektrik hinbekommen. Vom Kopf her entscheide ich mich aber für eine recht simple Lösung. Wir werden einfach eine neue Kette, eine neue Produktionskette für mechanische Teile erstellen. Die hier, ich meine mal, sind wir ehrlich, die hier ist wirklich überlastet. Was anderes kann man da nicht sagen. Maßlos überlastet. Deswegen müssen wir da eine neue kreieren. Und an einer Stelle. Jetzt frag mich wo. Habe ich schon einmal Eisen entlang geführt? Hier ist es. Eisen. Und hier unten, weil wir halt so mega smart sind, haben wir die E-Teile, die wir benötigen. Und deswegen ließe sich das an dieser Stelle wirklich smart kombinieren. So werden wir das machen. Sag ich jetzt mal. Also sabbeln wir nicht rum, sondern legen einfach los. Nach hinten raus sollte uns natürlich bewusst sein, dass wir wieder deutlich mehr Eisen benötigen für diese ganze Geschichte. Jetzt werden wir das erstmal so hinnehmen, wie diese Linie hier produziert, ja, gelegt wird. Könnte schlimmer sein. Haben wir schon alles viel schlimmer erlebt. Jetzt müssen wir diesen Hubbel erstmal ausbessern, das ist ja hier. Oh shit. Nee. Genau. Den müssen wir erstmal ausbessern an der Stelle. Ich möchte da nämlich unser Eisen lang führen. So die Idee. Wenn ich dann darf, endlich mal. Und an dieser Stelle machen wir das natürlich ganz simpel. Nein, ja, nee. Oder vielleicht doch.
Problem sollte bekannt sein, gesehen worden sein, whatever. Das geht nicht so einfach wie gedacht. Ja, Klassiker. Es funktioniert nie so einfach, wie man sich das denkt. Wäre schlimm, wenn. Nee. Alle Dude, wir brauchen ja hier an der Stelle nur die Äther. Erstmal nur Eisen für die Mechteile. Und Mechteile und Eisen müssen ja kombiniert werden. Das heißt, wir werden einfach so eine künstliche Stufe drin bauen. Nochmal. Genau so machen wir das. Smart. Können mich selbst knutschen. Wo haben wir die Mechteile? Mechteile können natürlich auch aus Stahl gefertigt werden. Ganz klar. Ist nice to know. Möchte meine Säure ein Ticken effizienter. Na, machen wir mal lieber. Ja, so ist besser. So ist es doch besser. 1, 2, 3. Nun, warum kopierst du denn nicht? War doch ein Befehl. Easy. So, und hier kriegen wir denn die Mechteile auf dem Band. Das ist bis hierher wunderbar. Na, mach schon. Kann ich das Boden nahelegen? Es ist eigentlich egal, ob ich das Boden nahelege oder um eins erhöhe. Hier kann so oder so kein Laster mehr durchfahren. Das fällt hiermit jetzt aus. Ja, dann brauchen wir nur noch die Wartungsdepots und die machen dann hier die neue Musik. Nicht so dicht. Sollte klar sein. Im schlimmsten Fall müssen wir dort noch erweitern. Weil eventuell wir mehr Forschungsteile benötigen, was ich aber definitiv nicht denke. So machen wir das. Und dann hier bodennah kombiniert. Wenn er dann möchte. Hier müssen wir natürlich wieder dran denken, was aber, sehen wir schon, kein Problem darstellt. Wir können das ganz simpel abführen. Gar kein Problem. Diese Forschungsstation benötigen übrigens unsere neue Wartung. Die Wartung 2. Müssen wir das machen? Machen wir auch ganz einfach. Fertig. Da werden wir jetzt nicht rumeiern oder irgendeinen Krempel machen oder uns noch eine perfekte Lösung ausdenken. Da haben wir ja keine Zeit für. Die Wartung muss laufen. Deswegen werden wir diesen Teil oder möglichst alle Teile mit Einigkeit bauen oder fertigstellen. Wenn diese Teile natürlich vorhanden sind, woran fehlt es denn diesmal? Rote Teile. Gar kein Problem. Sieht aus, als hätte ich die gestoppt an der Stelle. Ah ne, fehlt ein Eisen. Stahl, meine ich. Stahl, wichtig. Viel Stahl fördern wir ja mittlerweile hoch. Wenn aber alle Solarzellen gebaut sind oder nicht weiter produziert werden, müsste ja eigentlich auch mal was anderes passieren. Stahl ist echt krass eingebrochen, muss ich sagen, wirklich. Aber wir sehen auch gleich warum. Also wir sehen es nicht gleich, wir sehen es jetzt. Schau mal hier. Was hier für ein Blödsinn passiert gerade. Die haben sich quasi gegenseitig überfahren.
Oder ins Ausgeschossen. So, das sind ganz kleine Häufchen, die nicht abgemaut worden sind. Nochmal. Das hier ist alles Crap an der Stelle. Das ist weg. Das haben wir so weit ausgebuddelt, wie das möglich war oder ist. Jetzt wird es gleich interessant. Gleich oder zeitnah müssen wir eine Ebene tiefer gehen. Aber vorher buddeln wir hier natürlich noch fleißig die Reste aus. Hier haben wir noch ein bisschen was. Hier haben wir noch ein bisschen was. Das nehmen wir natürlich alles mit. So gut es natürlich geht. So. Einfach. Lass die buddeln. Ist klar, dass wir kein Eisenerz haben. Oder ähnliches. Kann ja auch gar nicht. Woher soll es kommen? Wenn es nicht gebuddelt wird. Wir haben ja auch immer noch keinen Erzsteinbruch gefunden. Also Eisenerzsteinbruch. Apropos. Wie gibt es... Wir haben ja Handelsaufträge. Ja, diese Verträge hier, wie zum Beispiel Zement zu Kohle, das haben wir aktuell. Gibt es den gleichen Bums, auch mit Eisenerz? Nur rein Interesse halber. In der Zeit kann unser Schiff sich bewegen und den nächsten Kampf holen. Hier ist eine Siedlung, die noch nicht erkundet wurde. Das würde mich interessieren. Guck mal, hier haben wir tatsächlich was. Fahrzeugteile Eisenerz. Das wäre zum Beispiel so ein Ding. Was ein teuer... Ist natürlich nicht günstig. Ganz und gar nicht günstig. Das ist so richtig teuer, so ja, dieser Trade. Müssen wir gucken. Na, unser Schiffchen ist erstmal unterwegs. Wird sich da die nächsten Sachen gönnen. Statue der Wartung. Das ist natürlich auch wild. Düften können nicht gelagert werden. Mangelnde Wartung. Ja, es fehlt an Stahl. Ich weiß. Ich weiß. Aber das kriegen wir schon hin. Na, ich das hier sehe, musstet ihr auch an. Musstet ihr auch fehlen. Schau mal, was hier passiert. Das ist Todsünde, was an der Stelle da passiert. Ganze knicken. Kein Wunder, dass es hier nicht zur Schmelze kommt. Ich flipp aus. Oh, wir kämpfen wieder. Wir hatten den Range-Vorteil, müssen jetzt aber treffen. Der hat uns geholt. Was mal wieder nicht gut ist, das kostet wieder... Und ich sage jetzt so, wie ich denke. Scheiße viel Geld. Meine Fresse kostet wieder Fülle. Die ganzen Materialien, die wir ranschaffen müssen, um die Kiste wieder zusammenzuflicken, das ist der Hammer. Was stimmt mit euch hier nicht? Ja, die komplette Industrie leidet dadurch. Die komplette Industrie. Ich raste völlig aus. Das kann nicht wahr sein. Was brauchen wir für einen Zusatz, wenn wir mehr Glas schmelzen wollen? Kein Zusatz. 16 gehen rein, 16 kommen raus. 16 gehen rein, 16 kommen raus. Wir gehen 18 rein, 18 kommen raus. Und dann können wir hier eh mal ausbauen, zeitnah. Und sollte zur Sache gehen, die Glashütten können wir einmal ausbauen, das weiß ich auch. Da kommt ein Upgrade. Da haben wir das. Die Glasherstellung 2. Da geht doppelt so viel durch. Das ist dann quasi für die ausgebauten Schmelzöfen, Verhüttungen, Hochöfen. Naja, wisst ihr, was ich meine, ne? Mega nice. So,
Im Grunde ist ja gerade das Glasproblem einfach nur, da die Lager mit aufgefüllt werden sollen. Nicht müssen, aber sollen. Deswegen fehlt es hier gerade ein wenig. Da kommt die Bevölkerung mit klar. Ist ja nur mal kurz. So, die Sortieranlage muss dann so oder so versetzt werden. Wir werden so oder so hier nochmal einen Anbau schaffen. Das wäre hier unsere mobile Sortieranlage, die je nach Auftrag den Leuten hinterher fährt oder hinterher gebaut wird. Wahnsinnig wichtig. Das haben wir hier auch gelöst. Wir haben Wasser im Tank. Das funktioniert auch alles jetzt mittlerweile sehr gut. Das Cluster, der zu klein ist, muss ausgebaut werden. Ein Lager, das mir zu klein ist, muss ausgebaut werden. Ansonsten sieht alles... Ah, Sohle. Wir haben immer noch das Sohle-Problem. Auch das kriegen wir noch zeitnah gelöst. Oder besser gelöst vor allem. Wir haben ja Platz. Wir müssen ihn ja nur nutzen. Ausbauen lassen. Wow, das ging schneller, als ich gedacht habe. Was sind wieder genügend Erze vorhanden? Können wir gar nicht abführen so schnell. So stelle ich mir das vor. Es muss zu viel vorhanden sein. Hier los, ich mach gleich mit dir mit rum, ja Mann. Krankheit, wer ist hier krank? Luftverschmutzung. Das hat er sonst auch kein Mensch interessiert, im wahrsten Sinne. Oh. Na, wir haben genug, guck mal, wir haben 400 plus. Aber wenn da mal 2, 3 verrecken, ist nicht so schlimm. Ich sag einfach mal so krass, wie das ist. Selektion soll ein Vorteil für uns sein. So wird weniger Zeugs vernascht, was nicht nötig ist. Und ich möchte endlich meine Solarzellen bauen. Seht doch mal zu, dass ihr mit eurer Wartung fertig werdet. Seht zu, seht zu. Ich weiß, ihr müsst euch ja alles teilen. Ich weiß es ja. Ich sehe es ja. Was sollte das hier eigentlich mal werden? Weil diese Türmchen auch einfach versetzen? Nein. Ich meine mal, wir haben hier nochmal einen... Es wäre möglich, mehr Eisenerz rauszuführen. Einfach nur eine Förderbrücke. Das ist egal. Kommt sowieso zeitnah weg. Kann man doch irgendwie... Das kriegen wir doch hin. Warte mal, mit reicht der Owind überhaupt läuft. Hauptsache es läuft erstmal, muss kein Premium-Material sein. Oh, das schauen wir uns an. Schauen wir uns an. Und dann kann man sagen, verbessern. Hauptsache es läuft erstmal. Jetzt wird hier quasi Material erstmal rumgeführt. Dass auch ja genug hinten ankommt. Jetzt hat sich das natürlich beruhigt. Ne? Das ist der Klassiker. Wenn du anfängst, wird zu basteln.
Beruhigt sich auf einmal die Lage. Und es schaut unnötig aus. Es ist immer so. Ja, es ist immer so. Schon haben wir die Stahlproduktion wieder quasi zurück. Mehr oder weniger. Natürlich reicht auch das immer noch nicht. Aber hier haben wir immerhin schon mal volle Bänder. So, an der Stelle ausbauen. An der Stelle ausbauen. So. Das sollte doch an der Stelle genügen, Bänder hier immer schön voll klatschen zu. Immer schön voll. Ja, ganz easy. Immer schön ran an den Buletten hier. Und wir erweitern um 1. Zack, 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 da kommen die an. Hier süß, alles hochgebaut, easy. So muss das aussehen. So muss das aussehen. Hühnerfarm hat nicht genug Futter, dann sterben mal Hühner, ist egal. Oh. Deswegen. Sie ist quasi voll. So ist es also. Ihr könnt ja Hühnerfutter separat produzieren. Wenn ich nicht wüsste, dass mich das wieder ins Aushauen wird. So, große Brotlager. Man kann nie große, ja, Nahrungslage können die groß genug sein, meine Güte. Mach einen Satz raus. Wartung haben wir, dies, das haben. Haben wir auch. Nice. Jetzt sollte das wieder vorangehen. Guck mal da. Und die arbeiten auch schon. So einfach ist das. Wenn es funktioniert, ist alles gut. Aber funktioniert halt nicht immer. Wenn dann erstmal wieder hier noch Stahl da ist. Wir haben die Produktion jetzt schon mal ein bisschen angezogen. Das ist das Gute. Jetzt müssen nur die Ressourcen immer da sein. Aber das sieht jetzt sehr gut aus. Wird anständig durchgezogen. Ich würde so gerne ausbauen. Man muss aber bedenken, auch hier nach unten muss Kalk gefördert werden. Also das wird dann hier quasi durchlaufen. Jetzt muss er dann aber nur schauen. Dieser Fahrweg sollte gegeben sein. Wenn nicht, wird außenrum gefahren. Ist eigentlich egal. Nee, komm, ist eigentlich egal. Das muss auch so gehen. Und im Grunde, wenn wir mal richtig hinschauen, ist das hier unsere erste Stahlproduktion, die wir ausbauen werden. Und diese liegt nämlich ganz nah an diesen ganzen anderen Bums dran. Ganz, ganz, ganz nah. Ja, euer Bohrturm muss natürlich auch mal versetzt werden. Wartungsturm, Dingsturm, Fahrzeugturm, Bergbau, Aussichtsturm. Versetzen wir mal nach hier hinten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hinten weiter begradigen werden. Ja, das sieht ganz gut aus. Deswegen können wir diese Sortieranlage auch gleich mal umsetzen. Die passt hier wunderbar hin. Da geht es nämlich weiter. Abreißen.
Jetzt müssen wir schauen, wie viel wir hier drin haben in diesem Turm. Wo ist er? Wo ist er? Da. 5 und 7. Alles klärchen. Weißen. Und die müssen natürlich auch noch alle da hinkommen können. Das ist die nächste Sache. 5 und 7. Sag mir bitte, dass ihr da hinkommt. Ja. Ja, sie bewegen sich sehr gut. Also gibt es hier gleich den nächsten Begradigungsbefehl. Erstmal die Arbeitsfläche. Bereich anpassen. Und mal jetzt allerhand zu tun. Hier geht's natürlich. Auch gerne hier. Nur das restliche Eisenerz. Wer buddelt, der buddelt. Ganz einfach. Dann ist es weg. Hier kann es noch. So. Hier gehen wir rein. Hier gehen wir rein. Hier noch. Dann schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Auf jeden Fall machen wir als allererstes einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, liken und abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Captain of Industry. Reingehauen und tschü tschü.